Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute durfte ich einmal mehr lernen, dass ich lieber öfter mal ruhig bin und nicht immer vielleicht meine Meinung ganz so nach vorne stelle. Denn als ich hier begrüßt wurde von den äußerst netten Herrschaften, dann hieß es, das ist jetzt eine der von Ihnen heißgeliebten Schotterwüsten oder Steinwüsten oder wie haben Sie es genannt, Geröllhalden. Das, was Sie eigentlich gar nicht mögen. Und ich muss sagen, gut, auch wenn es nicht ganz mein Geschmack ist, und ich muss mich jetzt natürlich irgendwie hier aus der Affäre schleichen, hier ist es wirklich sehr schön angelegt. Also der Garten ist hier, und ich lasse Sie gleich mal tiefer blicken, auch komplett selbst angelegt worden von dem Ehepaar, mit sehr viel Liebe zum Detail, mit sehr viel Stein aber auch mit sehr schönen Pflanzen, mit einem sehr schönen Farbspiel verschiedener Pflanzen, also wirklich toll. Und als ich dann hier an den Teich kam, und ich habe natürlich schon die Mail gelesen, als man sich beworben hat, wenn wir hier, Melanie und ich, auf der Nordtour unterwegs sind, was dann alles geschrieben wurde, also der Teich ist ganzjährig abgedeckt, da ist natürlich dieses japanische oder chinesische Teehaus drüber, also er hat das ganze Jahr über Schatten, wir haben auch Nordseenähe, also wir sind hier nicht allzu weit weg vom Meer, also es ist hier ein raues Klima, aber es wurde auch gleich geschrieben, er ist ganzjährig beheizt, er hat keine Algen, diese Algenthematik wird auch wahrscheinlich nicht zuletzt diesem dauerhaften Abschatten geschuldet sein, das ist natürlich toll und man ist rundum mit der ganzen Situation zufrieden und die Fische entwickeln sich toll. Und als ich dann hier herstand und mir die Fische angucke, dann sehe ich da so einen 70, 75 cm Orenchi Karashigoi, sehe einen wirklich traumhaften, etwas schlanken, aber traumhaft schönen Tanshō Shōwa, zwei Hiyotsuri, einen schönen Kikusui oder könnte man auch Deutsch Kuchaku zu sagen und habe einfach das Gefühl gehabt, für die Teichgröße, ich habe es jetzt gerade vergessen, glaube um die 20.000 Liter, für die Teichgröße sind da wenig Fische drin, 2, 4, 6, 8, 9, 10 Stück, aber die sehen aus, als hätten sie sich in den letzten Jahren wirklich exzellent entwickelt. Und dann kommen wir so ins Gespräch und dann sagen die, ach ja, die meisten sind übrigens Konishi, der Tanshō Shōwa, dann denke ich, hä? Ja, und der Karashi ist ein Ding und der Shōwa, an den Shōwa konnte ich mich dann erinnern an die Zeichnung. Und den einen, den Ochiba, den habt ihr erst vor ein paar Tagen geschickt. Und ja, und dann sagt der Karashi, ja, der wurde über Koi Company gekauft. Und dann habe ich also irgendwann mal darum gebeten, ob man nicht die Koi ID-Karten bringen kann. Nicht, dass ich in Zweifel stelle, ob es sich jetzt um tatsächlich Konishi Koi handelt, sondern ich bin von der Entwicklung hier sowas von überrascht und überzeugt, dass ich Ihnen sagen muss, und jetzt muss ich, bevor ich jetzt die Kamera hole, das, was ich dieses Jahr gepredigt habe, setzt eure Luftwärmepumpen dazu ein, um den Fischen von Mai bis Ende September über 20 Grad zu gönnen. Das hier ist der Teich, der beweist, dass das, was ich da sage, absoluter Wahrheit entspricht. Hier haben sich Fische derart über das hinaus entwickelt, was ich normalerweise für erwartet hätte in der Haltung in einem deutschen Teich. Das ist einfach sensationell. Und das unterstreicht jetzt genau das, was ich Ihnen da gesagt habe, 3, 4, 5 Mal. Wärmen Sie Ihre Teiche auf, geben Sie Ihren Fischen im Sommer einfach eine tolle Temperatur. Die werden fressen, die werden wachsen, dann können Sie Ihre Teiche auch abschatten gegen die Algen. Das spielt alles keine Rolle. Auch das ist dann ein geiler Nebeneffekt. Also das hier macht mich jetzt richtig, richtig, richtig stolz. Und ich finde es auch toll, dass das nicht erst auf unserem Rad geschehen ist, sondern dass die Familie das schon seit Jahren macht. Der Teich ist jetzt 5 Jahre alt. Er wird auch nicht mit Luftwärmepumpe geheizt. Die haben oben auf dem Dach Kollektortechnik, sondern Kollektoren. Und dann wird mit Gas zugeheizt. Und aufgrund der Nordseenähe hier habe ich gefragt, würde der Teich überhaupt so über 20 Grad kommen? Dann sagen die, ah was, können Sie vergessen, hier werden keine Teiche über 20 Grad. Also, das dürfen Sie sich jetzt merken, wenn Sie wirklich Spaß haben wollen und wenn Sie jetzt sehen, und Sie werden gleich noch viel verblüffter und überraschter schauen, wenn Sie das sehen, was Sie jetzt gleich sehen werden, wie sich die Fische entwickelt haben, dann wissen Sie, Wärme ist der heilige Gral der Koi-Haltung, den haben Sie jetzt gefunden und jetzt müssen Sie ihn nur noch umsetzen. So, nehmen jetzt die Kamera und dann zeige ich Ihnen aber wirklich einen schönen Garten und ich muss den auch nicht, nicht schönreden, das werden Sie dann selber sehen, dass der wunderschön ist. So, aber jetzt gehen wir erstmal zu den Fischen. Auch hübsch. So, schauen Sie mal diesen Karashi an, den Orange Karashi. Das Wasser ist übrigens hier wunderschön, hat auch schöne Luftblasen. Schauen Sie sich den an. Der hat jetzt 70, 75 cm. Ein Wahnsinns-Body.
Und jetzt schauen Sie sich die KOI-ID-Karte an. Der ist 2012 geboren, ist jetzt also 4 Jahre alt. Und der kam hier mit 59 cm an. Und schauen Sie mal rechts, das ist ein Männchen. Also hat sie jetzt nicht ein Weibchen weit über sich hinaus entwickelt, sondern ein Männchen. Und das ist, macht es nochmal spannend. Und schauen Sie sich die Fische im Gesamten an, wie gut genährt die sind. Unser Ojiba da unten, der ist neu. Das ist der letzte, der hier reingekommen ist. Die anderen sind Weibchen, sind Männchen und wirklich von toller Körperstruktur. Der Nanashi hier, der ist 14 Jahre alt, der hat irgendwas innerlich, den darf man da jetzt nicht unbedingt als Maß aller Dinge sehen. Solche Fische gibt es auch mal, auch der Kohaku hat etwas, leidet etwas an Hikui. Und hier, jetzt schauen Sie mal den Tanshi Showa. Der hat jetzt 65-70. Zeigt er sich. Ich zeige Ihnen gleich, wie er ausgesehen hat. Also auch einer der Männer, wo ich vorher gesagt habe, dass sie groß werden, der kam hier an mit 46 cm, ist 2011 geboren und hatte praktisch kein Schwarz. Der Bakisumi, das sieht man schön auf dem Bild. Und hier sieht man es auch und schauen sich an, welche Zeichnung der entwickelt hat. Also auch er, 70 cm müsste er übrigens schon haben. Also auch er, jetzt gleich wieder scharf, ich verspreche es Ihnen. Also auch er auf dem Weg, wirklich die 80 cm in einigen Jahren zu knacken. Und schauen sich einfach, wie gut es den Fischen hier geht, wie ruhig die sind, wie relaxed die schwimmen. Die fühlen sich wohl, auch wenn der Teich gar nicht so riesig ist. Und das Wasser ist schön. Auch die Wasserqualität kann ich Ihnen versprechen, wenn die Temperatur gleichbleibend warm ist. Jetzt haben wir ein bisschen Licht und Schatten. Wenn das Wasser gleichbleibend warm ist, wird sich auch eine andere Wasserqualität einstellen. Aber hier hat man einfach auch die Hiyuzuri. Er hier kam mit 52 cm. Der hat jetzt nicht die beste Körperform. Der ist ein bisschen zu hoch und nicht lang genug. Aber auch er ist auf knapp 70 cm gewachsen. Der Showa war 53 cm, der hatte 60-65, kam vorletztes Jahr hier dazu. Also wirklich beeindruckend, schönes Wasser. Und jetzt zeige ich Ihnen den Garten. Also auch das, jetzt wäre ich gerade fast noch über meinen Stuhl gestolpert. Letzten Jahr kam hier noch ein Schwimmbad dazu. Was ich hier besonders schön finde, ist sind diese vielen verschiedenen Grüntöne, dass man mal an der Hecke nicht nur mit einem Grün durcharbeitet, sondern wirklich die ganze Vielfalt an verschiedenen Grüns, was die Koniferen hergeben. Jetzt bin ich durch den heiligen Schotter gelaufen. Jetzt habe ich die Trittsteine gefunden. Also eine sehr geschmackvolle Anlage, Schotter hin, Schotter her. Also das hat sich mehr als gelohnt, hier in den Norden zu kommen. Das von der Bepflanzung eine witzige Ecke. Nur gucken, dass die Leute nicht drauf bekomme. Und hier dann das Teehaus, das wir gerade schon gesehen haben. Der Garten wirkt vor allem auch von vielen verschiedenen Perspektiven sehr schön, weil auch das ist häufig ein Problem von tollen Gärten, dass man dann nur eine Schokoladenseite hat. Und wenn man durchläuft, dass dann schnell viel von diesem Zauber und der Wirkung verloren geht. Das kann man hier nicht sagen. Das ist einfach eine durchweg gelungene Anlage.